Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, hier ist wieder Creepypatcher 15. Ja, ich denke mal, ihr habt schon den Titel gelesen. Es ist diesmal wieder ein Bauvideo. Und zwar möchte ich gerne auf ein paar Fahrzeuge eingehen. Ich habe mir da ein paar coole Sachen vorgebaut. Und ich möchte als erstes erstmal so auf ein paar Baufahrzeuge eingehen. Ich werde das jetzt so abschnittweise machen, so bei jedem Video ein Fahrzeug mal schnell aufbauen. Und es wird alles mit dieser kleinen Maschine gehandhabt. Also die klont dann einfach so Layer für Layer einfach alles hin. Ich werde es im Nachhinein nochmal erklären, wie das funktioniert, aber würde ich sagen, fangen wir mal an. Layer Nummer 1. Erstmal, ganz wichtig bei jedem Auto, die Achsen. Und zwar, die Achsen habe ich versucht so aus Smooth Stone Slabs zu machen. Dann mit Reifen habe ich so Kohleblöcke genommen. Weil ich finde, schwarzer Beton, da lohnt sich nicht ganz so, weil wenn man Straßen aus schwarzem Beton machen will, ist es immer ein bisschen doof. Dann sehen die Reifen immer so monoton aus. Mit der Straße. Dann die Felgen, die habe ich mit einem schönen Steinknopf gemacht. Einfach, damit das so ein bisschen mehr Optik hat. Die sehen irgendwie so ein bisschen leer aus, wenn das bloß ein schwarzer Block ist. Na gut. Nächster Layer. Und zwar, diesmal geht es so zum Beispiel um Scheinwerfer. Die kann man zum Beispiel mit Seelaternen und Itemframes machen. Ihr seht, das ist ein Baufahrzeug, und zwar ein Kipplader. Den habe ich mit gelbem Beton gebaut, weil es ein bisschen mehr so an Baustellen ähnelt. Hier hängt eine Leiter ran. Ich habe versucht, die Radkästen immer mit falsch herumgedrehten Smooth Sandstone Slabs zu machen. Das hat immer so eine Wirkung wie so ein Radkasten, finde ich. Und die Rücklichter, die habe ich hier mit Redstone Blöcken gemacht. Hier nochmal so ein kleiner Aufbau. Ich habe versucht, so den Bereich vom Fahrerhäuschen mit dem Ladebereich so zu verbinden, indem man einfach so eine kleine Abgrenzung gemacht hat. Einfach mit Andesit-Stufen. So. Nächster Layer. Und zwar ist hier gerade was weggeploppt, aber das werde ich im Nachhinein noch ergänzen. Folgendes. Einmal, ihr seht, Rundungen habe ich hier vorne schon angedeutet mit den Sandsteinzäunen, Mauern. Die Hebel hier, es ist einmal zum Türenöffnen, aber ganz im vordersten Grund, optisch gesehen, für Halterung von Rückspiegeln. Oh Gott, ja, ich habe versucht, so ein kleines bisschen Motor anzudeuten hier. Mit dem Beobachter. Ihr seht, die Leitern sind dafür da, dass man dann gut zum Eingang kommt, weil hier oben ist das Türhäuschen. Und eigentlich ist ja nur eine Tür, aber die wird beim Klon zerstört, aber das ist egal. Kann ich im Nachhinein immer noch hinsetzen. So. Ihr seht, diese beiden Seiten sind noch nicht unbedingt synchron. Aber das ist ja auch selten, dass es wirklich perfekt synchron ist. Gut, ich habe versucht, so ein bisschen Stabilität in das ganze Ding reinzubringen, indem ich einfach so eine Schilderreihe rumherum gezogen habe. Das ist wie so ein Glied. Ich finde, das sieht so ein bisschen besser aus, als wenn das nur das Gelbe wäre. So. Ihr seht, hier bildet sich langsam die Ladefläche. Normalerweise sind hier und hier auch noch Türen. Hier ist sogar gerade eine Tür. Seht ihr das? Hitbox? Ja, moin. Na gut. Also, das war jetzt der dritte Layer. Und zack, rechts. So. Diesmal erstmal wieder zur Fahrerkabine. Ich habe versucht, so eine runde Scheibe anzudeuten, indem ich einfach Glasblöcke genommen habe. Mit zwei Blöcken Unterschied und dann einfach so mit Glaspanes verbunden habe. Wow. Gut. Die Rückspiegel habe ich mit hellgrauen Glasscheiben gemacht. Die passen halt gerade so auf den Hebel drauf. Deshalb sieht das ganz gut aus. Ist ein schöner Übergang zum Auto. So. Hintenrum, jetzt seht ihr, jetzt ist auch die Tür da. Eigentlich müssen es zwei Türen sein. Ich weiß nicht, warum jetzt die andere nicht mitkommen ist. Seltsam. Naja. So. Ihr seht, hier hinten habe ich ein bisschen abgerundet, damit das so ein bisschen das Ende vom Fahrzeug markiert. Hier die Sandsteinzäune, die sollen dann die Auspuffrohre nach oben darstellen. Und um so einen Übergang von einer Ladefläche zum Führerhäuschen wieder zu schaffen, habe ich einfach die Sandsteinstufen noch hingestellt. Ich finde, das passt. So. Nächster Layer. Ihr seht, ich habe ein Dach drüber gemacht, über das Führerhäuschen. Ist es nicht ganz so leicht, weil mit den Glasscheiben lässt sich immer nicht so leicht rummontieren, aber
Es ist ganz in Ordnung. Also man kann erkennen, dass es ein auf jeden Fall ein Lastkraftwagen sein soll. Wow, das war jetzt echt ein schweres Wort. Na gut. Also, ihr seht, das Dach besteht aus Stufen und Treppen. Sowie auch ein paar Sandsteinblöcken. Einfach damit das ein flaches Dach so gut wie möglich wird. Wie gesagt, ist nicht so einfach. So, den Auspuff hier, den nach oben, den habe ich ein bisschen weiter fortgesetzt. Hier. Dann, hier oben sieht man den Anschluss von der Ladefläche. Einmal, ich finde, das passt irgendwie, weil meistens sind da auch irgendwelche Halterungen für andere Besonderheiten noch mit bei. Deswegen habe ich hier so ein paar, noch so zwei Sandsteinmauern gemacht, so als Halterung anzudeuten. Und hier als Abschluss, um da so eine kleine Rundung reinzubringen, wie man sieht, habe ich einfach ein paar Stufen und ein paar Treppen gesetzt. Hier nur mit Säulen verbunden und damit fehlt es bloß noch das Ende vom Auspuff vor. Da habe ich einfach ein paar rosa Köpfe genommen, damit es ein bisschen schwarz aussieht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich einfach, dass diese, weiß nicht, dass diese Fichten Trapdoors einfach richtig gut zu dem ganzen Design passen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie passt das einfach gut dazu. Na gut. Das war's dann vom Kipplaster. Gut. Ich hoffe mal, ihr konntet mitbauen, wenn oder anhalten, dass ihr das mitbauen konntet. Wie gesagt, es ist ein gutes Design. Ich habe mir da länger dran gesessen. Gut, jetzt komme ich mal kurz auf die Commands zurück. Einmal ist es funktioniert jetzt folgendermaßen. Das ist wie bei meiner Command House. Für den Armor Stand teleportiert sich einen nach oben und setzt immer einen Block unter sich. Und ihr seht, hier unten habe ich das hochgebaut. Den richtigen Laster davon, den habe ich da hinten irgendwo mit hingebaut. Aber alle will ich jetzt nicht zu viel spoilern. Das könnt ihr schon auf die nächsten Folgen freuen. Gut. Wie gesagt, unten, das hier ist bloß ein Command-Block zum Armor-Stand sammeln, da unten beim Labis-Block. Und dann kriegt ihr noch einen Tag hinzugefügt, und zwar Cloner 1. So. Dann. Jetzt fliege ich einmal rum. Wow. Zack. Gucken. Das hier sorgt dafür, dass der Cloner erstmal. Also ich denke mal, dass wer die erste Folge von Command House geguckt hat, ich glaube, dem muss ich das nicht weiter erklären. Wie gesagt, das ist nicht so krass. Er klont einfach von den Eckkoordinaten auf seiner jeweiligen Höhe, den einen Layer, klont er einfach so und so viele bestimmte Blöcke nach oben, dass es gerade so bis hier oben passt. Und dadurch, dass er sich immer einen hoch teleportiert und einen Block unter sich setzt, das sieht man einmal da, teleportiert sich einen Block nach oben. Und setzt einen Block unter sich. So. Da könnt ihr sehen, also das ist kein kompliziertes System. Aber es sieht halt ganz nice aus. Dann hier, das ist bloß so ein kleines optisches. Das ist nämlich, wenn hier das beim letzten Layer angekommen ist. Das habe ich als allgemein gemacht, weil ich nämlich ein paar mehr Sachen hier mit reinmachen will. Dass jedes Mal, wenn der Armor Stand mitkriegt, dass in seinem Bereich, den er nach oben klonen soll, wo es noch Luft ist. Dann zündet er so ein paar Feuerwerksraketen hier und da in der Ecke. Ja, ist bloß so ein bisschen kleine Spielerei. Na gut. Also ihr seht, einfach Testverblocks genommen. Nichts beliebigen Bereich, irgendwo anders ausgewählt, wo ganz viel Luft ist. Feuerwerksrakete gesammelt. Gut. Damit ist es schon das Video leider zu Ende. Ich hätte es gerne ein bisschen länger gemacht, aber gut. Damit will ich mich verabschieden. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen!